Wir haben traumhaftes Wetter. Ich war mit dem Fahrrad schon draußen. Jetzt geht es nochmal nach draußen, weil der Postbote wieder etwas mitgenommen hat. Ja, die liebe Post. Und dann habe ich einen schönen Spruch gelesen. Und der Spruch passt total in diese hektische Zeit. Ich sehe es nur anhand von den Werbemails. Jeder probiert noch 2 Tage bis Weihnachten. Und der passt einfach. Und zwar die schlechte Nachricht: Nichts hält für immer. Die gute Nachricht: Nichts hält für immer. Toll, oder? Also eben jeden Tag ein neues Glück und ja, schön, wir können. Und pass jetzt ganz, 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 ganz fest auf dein Geld auf. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ich weiß, es wird schwierig, die letzten 2 Tage, jeder probiert noch, aber du musst nicht jedem etwas schenken. Und gerade, wenn du jetzt von jemandem ein Geschenk erhalten hast und du hast jetzt das Gefühl, ach, ich muss etwas retour geben. Ja, du kannst im Januar doch noch was retour geben oder du kannst einen Brief schreiben. Aber lass dich nicht nur, weil du meinst, du müsstest. Und wenn du einsame Weihnachten hast und du hast niemandem, den du etwas schenken kannst, du hättest so viel Geld und du weißt nicht, wohin damit, dann gibt es in jeder Gemeinde, die machen überall so Suppentage oder Restaurants, die Tag drauf eine Tür haben zum Abgeben. Geh dort vorbei und frag, ob du helfen kannst. Das mit den Restaurants haben wir auch schon gemacht. Das war jedoch in St. Gallen. Oder auch in die Besuche, die Spitale. Geh dort vorbei. Es gibt so viele Menschen, die brauchen dich, wenn du Zeit und Lust hast und ja nicht zu Hause sein möchtest. Gerade wenn man alleine ist und traurig ist und das Gefühl hat, oh, ich gehöre zu niemandem, genau dann ist es wichtig, wenn du jemand anderem helfen kannst. Das gibt dir das gute Gefühl. Du wirst gebraucht, weil es gibt immer noch andere, die froh wären, wenn sie in deinen Schuhen wären. Also es gibt wirklich genügend Möglichkeiten, wo du alles geben kannst an den Weihnachtstagen, nämlich dich selbst. Kinderschiele. Ja, nur Skifahren kann ja langweilig sein. Ich habe noch genügend Zeit heute Abend. Also wird die Wand endlich gestrichen. Auf einen mit einem Appenzeller. Martin, Prost, wir sind ja die einsamen Herzen, die am Arbeiten sind. Logisch, Malen ist immer etwas für alle. Jeder will noch dabei sein. Am Schluss habe ich dann ein Muster. Nein, warum kann man nicht einfach am Stück alleine arbeiten? Nein, Familienarbeit. Jetzt werden dann die einen sagen, hey Nadja, was ist los mit dir? Weiß, wo ist dein Weiß? Weil ich habe immer alles weiß gehalten, alles weiß gemalt. Alles weiß, ich liebe es immer noch. Aber eine Wand muss jetzt braun werden. Ich glaube, das kommt gut. Haben wir heiß raus? Ja. Ja. Puh.